Sie haben gerade aufgehört. Also, naja, aufgehört ist, das ist eine Definitionsfrage. Aber Sie haben nach 23 Jahren... Nicht mehr kandidiert. ...im Bundestag nicht mehr kandidiert. Und natürlich wird sich jetzt jeder fragen, vermute ich, wie geht es Ihnen? Und Sie werden sagen, eigentlich ganz prima. Genau. Aber stimmt das auch? Ja. Mir geht es eigentlich ganz prima. Ich bin ja nicht gezwungen worden, bin ja nicht mehr nicht aufgestellt worden, bin nicht gewählt worden. Das wäre bitter für mich, sondern es war meine freie, eigene Entscheidung nach Abwägung aller Argumente. Bis jetzt bereue ich sie nicht. Vielleicht kommt der Moment eines Tages noch und mein Leben hat sich eigentlich nicht groß verändert. Ich bin nach wie vor jeden Tag politisch unterwegs. Naja, aber das ist eine verräterische Antwort. Sie sagen, mir geht's ganz gut, weil mein Leben hat sich eigentlich kaum verändert. Ich bin nur noch unterwegs. Tun kann, was ich tun möchte. Ja, ja. Das könnten Sie auch vorstellen, jetzt wirklich was anderes zu machen. Also Blumenbeete anzulegen zu Hause. Gottes Willen, nein. Also das ist die Domäne meiner Frau, das fehlt noch. Das ist die größte Sorge meiner Frau, dass ich den Haushalt da durcheinander bringe. Und mich ein, das war wirklich eine große Sorge, dass ich jetzt zu Hause rumlungere. Nein, für mich war es immer wichtig, nicht erst seitdem ich Mitglied des Bundestages war, dass ich das machen konnte, was ich machen wollte, ob als Supermarktleiter oder als Rechtsanwalt später. Sie waren Deutschlands jüngster Supermarktleiter? Das weiß ich nicht, jedenfalls der jüngste in einem großen Konzern. Sagen Sie mal, würde mich wirklich interessieren, welcher Konzern das war? Also welche ist ja kein Betriebsgeheimnis. Gelernt habe ich bei der Konsumgenossenschaft Köln, später Coop West AG. Okay. Und gibt es das alles noch? Nein. Alles. Coop gibt es noch in der Schweiz. Ich glaube auch in Norddeutschland, aber ein unrühmliches Ende. Was hat denn jetzt nicht direkt mit meinem Abschied. Okay. Was hat denn Ihr Vater Ihnen für einen Ratschlag gegeben, als Sie, nachdem, glaube ich, Sie von zu Hause mit 28 ausgezogen waren, Ihre Frau kennenlernte, die unglaublicherweise, das klingt wirklich wie erfunden, aber es ist die Wahrheit, auch so hieß wie Sie, nämlich Bosbach? Also immer noch so. Ja. Aber in keinster Weise verschwägert, verwandt oder sonst etwas war? Darf ich ganz kurz auch genauso geschrieben? Ja. OS? Ja. Sie wissen, dass alle Schwierigkeiten haben, also nicht nur wir. Ne? Weil man will ja eigentlich Bosbach sagen, aber Sie sprechen sich Bosbach. Ja, also in aller Kürze, das ist jetzt keine Sensation, denn Bosbach ist im Bergischen Land ein ganz häufiger Name. Okay. Wir waren noch mehrere in einer Klasse, die Bosbach hießen, die nicht miteinander verwandt und verschwägert waren. Meine Frau ist eine geborene Bosbach. Wir sind ja schon so lange verheiratet. Wir mussten ja damals noch entscheiden, wer welchen Namen annimmt, wie der Familiennamen lautet. Das war natürlich praktisch. Und das war kein großes Problem. Nach einer halben Stunde war dann, steht auch in der Heiratsurkunde, hat meine Frau sich bereit erklärt, als Frau Bosbach den Namen Bosbach anzunehmen. Das wäre aber auch super gewesen. Das war das letzte Mal, dass ich mich durchgesetzt habe. Nach sozialdemokratischen Muster, Doppelname. Eigentlich ist das noch komplizierter, denn das ist jetzt nicht lustig. So spielt das Leben. Mein Schwiegervater ist sehr früh verstorben, mit 60 Jahren. War eigentlich der Fitteste in der Familie. Und ja, dann, weil meine Frau Bosbach heißt, heißt meine Schwiegermutter natürlich auch Bosbach. Und wohnt alleine im Bergischen Land. Und dann kam meine Frau eines Tages und sagt, hast du was dagegen, wenn meine Mutter bei uns einzieht? Ja, was sagt man dann, wenn die Schwiegermutter ins Haus kommt, ohne dass man die Ehe irgendwie in Turbulenzen bringt? Dann macht man so ein neutrales Geräusch, so. Oh. Aber war eine super Entscheidung. Oma kann kochen, kann backen. Also meine Frau natürlich auch, aber Oma, also ganz toll. Aber wenn das Telefon klingelt, gibt es schon mal Probleme, wenn sie ans Telefon geht. Jetzt ganz im Ernst. Ne? Bosbach, ja, ich hätte gerne ihren Mann gesprochen. Hm. Der tut mir leid, der ist verstorben. Den habe ich doch gestern noch im Fernsehen gesehen. Ne? Da muss eine Aufzeichnung gewesen sein. Ganz schön, nein, aber das ist, wie gesagt, ist ein ganz, ganz häufiger Name. Was hat denn Ihr Vater, als Sie Frau Bosbach kennenlernten, Ihnen für einen Tipp gegeben für eine glückliche Ehe? Also es war wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint, ein bisschen spaßig, aber ich fand es schon lustig, dass er gesagt hat, eine Stunde Ungeschick im Haushalt erspart dir jahrzehntelange Arbeit. Das kann man, wenn man drei schon größere Töchter hat, solche Witze heute noch machen? Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein, mich erinnert das alles, was Herr Neujahr gesagt hat vorhin.
Meine Eltern, mein Vater ist leider verstorben mit 94, Mama wird in wenigen Wochen 90 und ist topfit, das ist ja auch eine Gnade. Aber meine Eltern haben mir Ratschläge gegeben, mich nie zu irgendetwas gezwungen. Mein Vater war ja im Handel, hat ihm nicht gefallen, dass ich dann den Job quittiert habe, um Betriebswirtschaft zu studieren, später Abitur nachzuholen und Jura zu studieren. Ich glaube, er hätte mich weiter gerne in der Firma gesehen. Aber er hat gesagt, du musst wissen, oder ich habe eine ältere Schwester, ihr müsst wissen, was ihr macht. Wenn ihr uns um Rat fragt, sind wir da. Aber wir mischen uns nicht ein und ihr müsst euren Weg gehen. Und so versuchen meine Frau und ich auch unseren drei Töchtern den Lebensweg zu ebnen. Man hat drei Kinder und man glaubt, wenn man sie alle gleich erzieht, müssen sie auch alle die gleiche Entwicklung nehmen. Sie haben ganz unterschiedliche Interessen, ganz unterschiedliche Temperamente, ganz unterschiedliche Talente. Und eine ist in die CDU eingetreten. Älteste Caroline ist CDU-Mitglied, genau, aber nicht, weil ich sie dazu gezwungen habe oder angehalten habe, sondern weil sie in Frankfurt, so, glaube ich, ne? politisch interessiert ist, wie der Papa arbeitet jetzt in Frankfurt. Genau, hat auch einen Freund, der politisch engagiert ist in der CDU. Herr Bosbach, jetzt, wo Sie es niemandem mehr recht machen müssen, also ein bisschen außenstehend, wenn Sie am Sonntag auf Phoenix, ich weiß nicht, ob Sie das getan haben, sich den SPD-Parteitag anschauen und sehen, dass dann Frau Nahles als SPD-Vorsitzende nur mehr oder weniger 66% und ein paar Zuquetsche holt, tut die Ihnen in so einem Moment auch leid? Nein, denn ich habe einen Riesenrespekt vor ihr, ist ein ehrliches Ergebnis. Liebe Leute, die 100% für Martin Schulz, das war doch kein ehrliches Ergebnis. Ich mag das nicht, nach Jahrzehnten in der Politik himmelhoch jauchzend oder kreuzigt ihn. Sie hat eine Gegenkandidatin, die sich super gut verkauft hat. Die Andrea Nahles hat ein ordentliches Ergebnis erzielt. Die älteste Partei Deutschlands, 155 Jahre Tradition, zum ersten Mal eine Frau. Und wenn dann jemand eine Gegenkandidatur hat, liebe Leute, das ist Demokratie. Es ist nicht meine Partei, aber ich habe... Ich habe durchaus Respekt vor der politischen Geschichte der SPD. Ich habe auch Respekt vor der Arbeit von Andrea Nahles. Manches ist mir fremd, so die Art der Argumentation. Sie wird sich auch jetzt umstellen müssen. Sie meinen von der, wie sie redet? Ja, ja, also. Das ist jetzt nicht meine Welt, aber da muss sie selber mit klarkommen. Aber sie kann Partei, sie kann SPD. Und ich würde sie mal als Gegnerin ernst nehmen. Und wenn zwei Drittel der Partei sich für sie entscheiden, ist das für beide ein ordentliches Ergebnis, für die Gegenkandidatin Simone Lange, damit kann sie leben, und Andrea Nahles. Das war die Bürgermeisterin von Oberbürgermeisterin als Gegenkandidatin. Darf ich Sie fragen? Ist mir aber lieber, als wenn es irgendwo ausgekungelt wird und die Delegierten haben praktisch nichts mehr. Naja, versucht haben wir es. Haben ja, Leute, das ist doch die Wahrheit. Da gibt es alles Regie, da wird geguckt. Beim letzten Parteitag sind 8 Minuten geklatscht worden. Müssen wir jetzt 8 Minuten 2? Wenn wir 57 klatschen, schreibt die Presse, dramatischer Vertrauensverlust. Das ist doch alles Schauspiel. Ja? Die etablierten Parteien müssen sich mal fragen, warum ihr Ansehen so ist, wie es ist. Und dann müssen auch mal selbstkritisch werden. Das Publikum weiß vielleicht nicht jedes Detail, aber das Publikum hat ein sicheres Gespür dafür, ob was in die richtige oder in die falsche Richtung geht. Aber Selbstkritik hat ja oftmals auch was mit Fehler eingestehen zu tun. Ja, und das ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, bei einigen, sich einzugestehen, dass ein Fehler in vielerlei Hinsicht gemacht hat. Gutes Beispiel, warum sagt nicht mal einer, liebe Leute, was, ich habe einen Fehler gemacht, ich würde es heute nicht mehr machen, ich habe es in gutem Glauben getan, aber es war falsch, ich korrigiere mich. Sagt keiner, weil dann unsere Zunft glaubt, alle Leute fallen über einen her. Ich glaube, dass es gar nicht so wäre. Ich glaube, dass viele in der Bevölkerung sagen, wenigstens mal einer, der einen Fehler zugibt, der sich korrigiert, das ist schon mal ein Stück Ehrlichkeit. Gut, das kannst du jetzt auch nicht jeden Tag machen. Aber einfach mal ehrlich sein, ganz ehrlich sein. Ich habe im Rückblick das Gefühl, Ihre Partei, der Sie so viel gegeben haben, ist immer anständig mit Ihnen verfahren? Ich kann mich nicht beklagen. Ich war das ein oder andere Mal enttäuscht. Aber unter dem Strich habe ich auch, wenn ich das sagen darf, etwas längere politische Erfahrung. Wer auf Dankbarkeit spekuliert, sollte niemals in die Politik gehen. Aber ich habe weit überwiegend positive Erfahrungen gemacht, tolle Leute kennengelernt, ganz interessante Arbeit machen dürfen. Und ich weiß, dass wir selber unser Land ja sehr kritisch sehen. Ist ja so. Ist ja Fröhlichkeit ohnehin nicht die Kompetenz von uns Deutschen. Wir finden ja immer was, was wir jetzt eigentlich nicht gut finden. Aber das Bundesland, aus dem Sie kommen, die können das ganz gut.
Ja, aber wir haben in der Welt einen guten Ruf. Und wir haben über Jahrzehnte bei allen Problemen immer Maß und Mitte gehalten. Bis jetzt hatten Radikale nie die Chance, die politische Macht an sich zu greifen. Und wenn man mal die Lebenssituation in unserem Land bei allen Problemen, die wir haben, mit vielen anderen Ländern auf der Welt vergleichen, dann ist es doch ein Glück, in Deutschland zu leben. Und da können wir dankbar sein, wenn wir das durch unsere Arbeit auch zeigen, unterstützen können, wie wichtig uns unser Land ist. Ich bin sicher, es schauen uns jetzt eine Reihe von Zuschauern und Zuschauerinnen zu, die Sie mögen und die Anteil nehmen an Ihnen und wissen, dass Sie vor kurzem eine Operation hinter sich gebracht haben. Es ist Ihnen ein Stück der Lunge entfernt worden wegen eines Tumors, der sich da ausgebreitet hat. Geht es Ihnen gut nach dieser Operation? Den Umständen entsprechend ja. Ich muss sagen, ich habe mir das leichter vorgestellt, als mir das Stück Lunge entfernt wurde. Das war schon ein ernsthafter Eingriff. Vor allen Dingen die Wochen danach habe ich alles gut überwunden. Auch die Krebstherapie ist kein Vergnügen. Da gibt es Nebenwirkungen. Das ist alles im Preis mit inbegriffen. Aber ich kann damit gut umgehen. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, denen es wesentlich schlechter geht als mir. Glücklich ist vielleicht übertrieben. Aber ich bin sehr zufrieden und bin dem lieben Gott dankbar für jeden Tag. Gibt es auch Menschen, die Ihnen sagen, sie machen Ihnen Mut in der Krankheit? So wie Sie aktiv sind, wie Sie auch über Ihre Krankheit sprechen. Zu den wirklich guten Erfahrungen. Ich habe ja noch nie eine Presseerklärung oder ein Bulletin oder Ähnliches abgegeben. Ich beantworte Fragen offen und ehrlich. Und zu den wirklich guten Erfahrungen gehört, dass ich viele Begegnungen, Gespräche habe, manche dauern nur ein oder zwei Minuten, die sagen, ich mache das so wie Sie. Ich bin mal durch Kitzbühel gegangen, mit meiner Frau kommt ein älterer Herr auf mich zu, packt mich an den Schulter und sagt, ich habe das Gleiche wie Sie. Ich lasse mich auch nicht unterkriegen. Krebs ist nicht gefallen, Prostata ist nicht gefallen. Aber ich wusste genau, was er gemeint hat. Und wenn man mit der Ehrlichkeit und Offenheit Menschen Mut machen kann, wenn man sagen kann, es geht immer weiter und es wird nicht besser, wenn man von morgens bis abends über die eigene Situation grübelt, dann ist es gut, dass man offen darüber spricht. Denn auch eine Krebserkrankung oder meine chronische Herzerkrankung ist nichts Peinliches. Das muss einem nicht peinlich sein. Nein, man darf ich noch was sagen? Man fragt sich natürlich, was hast du falsch gemacht? Aber es hat auch keinen Zweck, wenn man sich die Frage stellt. Aber Menschen, die damit offen umgehen und auch darüber reden, die haben eine bessere Prognose. Also Sie machen es eigentlich richtig. Dann mache ich ja alles richtig. Als die alles in sich reinfressen. Ja. Das heißt, dass die Psychologie sehr wohl eine Rolle spielt. Weil die haben eine ganz andere Krankheitsverarbeitung. Also Sie sind ein Optimist. Ja. Sie sind einer, der das positiv sogar vielleicht auch bewertet. Es gibt viele Menschen, die die Diagnose Krebs hatten und sagen, es war richtig gut für mein Leben. Ich habe wahnsinnig viel geändert. Dinge, die mir nicht wichtig waren, mache ich nicht mehr und so weiter und so fort. Also haben ihr Wertesystem, ihr Koordinatensystem neu, neu eingestellt. Und viele haben zu mir gesagt, Frau Professor, mein Leben ist jetzt viel besser geworden als vorher. Und toll, dass Sie so offen damit umgehen. Es ist für Sie gut, aber und für andere Menschen auch. Jetzt müssen wir noch aufklären, warum Sie in all den Jahren noch nie bei 3 nach 9 waren. Ja, eigentlich bin ich ja medienscheu, aber... Heute habe ich mich überwundet. Ich freue mich über die große Ausnahme, die Sie gemacht haben. Ich finde, Sie haben sich sehr gut geschlagen und ich freue mich auf viele Besucher, die noch kommen. Danke. Vielen Dank, Herr Bosbach.